Also der Controller sieht in Wirklichkeit dann so aus. Servus meine Freunde, willkommen zu diesem neuen Video. Ich hoffe immer, euch geht's gut da draußen. Heute zeige ich euch mal den kleinsten DJ-Controller, den man sich auf Amazon bzw. glaube ich komplett im Internet kaufen kann. Und zwar kurze Story dazu. Ich habe angefangen oder beziehungsweise meinen ersten DJ-Controller vor 8 Jahren gekauft. Und zwar wollte ich einfach mal wissen, wie das Ganze so funktioniert. Das heißt, ich wollte mal so reinschnuppern in das DJ-Business, sage ich mal. Und habe mir halt, wie gesagt, einen DJ-Controller gekauft. Nicht den Numark Mixtrack Pro 3, der kam dann, ich glaube, 3 Jahre später erst, weil ich damals kein Geld hatte dafür. Deswegen habe ich mir einen DJ-Controller, beziehungsweise einen Controller geholt, der günstig war und auf den Bildern echt cool aussah. Aber wo ich dann den Controller in meinen Händen hatte, dachte ich mir, Leute, wollt ihr mich verarschen? Wie soll man mit sowas überhaupt auflegen? Und ich zeige euch das Ganze mal. Also wie gesagt, vor 8 Jahren habe ich mir den gekauft. Und ich kann euch mal kurz die Verpackung zeigen. Weil ich muss sagen, von der Verpackung her sieht das gar nicht so schlecht aus. Oder man denkt sich dabei auch nicht viel. Also so sieht die Verpackung von diesem Controller aus. Es ist von der Marke Hercules. Da habe ich auch diese Boxen hier. Das waren ja meine alten Studio-Boxen. Das heißt für die Musikproduktion. Und dazu habe ich einfach weiter so auf Amazon geschaut. Nach einem Controller halt, wie gesagt. Und dann wurde ich halt fündig. Und der nennt sich DJ Control Instinct. Und ich dachte mir, wie gesagt, dabei überhaupt nichts, wo ich den damals bestellt habe. Ja, ich bin jetzt nur kurz auf die Idee gekommen, das Video zu drehen, weil ich habe hier unten habe ich meine ganzen Kartons von den ganzen Produkten hier, das heißt von meinem Bildschirm, von den anderen Studio-Monitor-Boxen, von dem Keyboard. Das heißt, ich bewahre die halt auf, dass, wenn ich sie mal verkaufen sollte, dass ich den Karton noch davon habe. Und genau im Eck hinten irgendwo habe ich den Controller gefunden. Ja, und dachte mir, ich muss dazu ein Video drehen, weil das ungefähr so geil ist. Ich zeige euch den jetzt mal, und zwar, also der Controller sieht in Wirklichkeit dann so aus. Ja, am Anfang denkt man sich nichts dabei, weil man sagt so, hey cool, ein Controller. Aber Leute, wie soll man hier mixen? Es funktioniert überhaupt nicht. Und das Lustigste von allem war, ich habe damals sogar auf meiner eigenen Party habe ich damit aufgelegt, weil ich hatte zwar schon den Numa Controller, aber das Problem war, genau an dem Tag, wie der Zufall immer will, ist mein Programm, also Virtual DJ, nicht mit meinem Controller verbunden gewesen, oder ich konnte irgendwie nicht mehr die Verbindung herstellen und habe mir halt sicherheitshalber immer den Controller mit eingepackt. Das ist jetzt das gleiche wie wenn ich in den Club auflege oder wenn ich irgendeine Anfrage bekomme, hey, magst du auflegen, nehme ich immer 2 Sticks mit. Das heißt, wenn einer mal irgendwie kaputt gehen sollte oder verloren gehen sollte, habe ich immer noch einen zweiten, um mich ein bisschen abzusichern. Und das gleiche habe ich halt auch mit diesem Controller hier gemacht. Und ich habe halt immer gehofft, dass ich niemals mit diesem Controller auflegen muss oder werde. Damals hat es nicht funktioniert mit meinem Numa-Controller und musste auf diesen Controller zurückgreifen. Ja, ich kann euch so sagen, Leute, kauft euch solche Controller niemals. Es ist zwar ein cooles Gadget eigentlich nur, aber mehr auch nicht. Das heißt, ihr werdet damit keinen Spaß haben, ihr werdet damit auch nicht viel üben können oder viel lernen können, weil ihr habt eigentlich, ja, ihr habt zwar alle Funktionen da vorhanden, aber auflegen macht halt null Spaß. Und wenn wir mal ehrlich sind, wenn ihr auf eine Geburtstagsparty oder Hausparty geht, weil im Club sind ja meistens schon Pioneer-Controller vorhanden, aber wenn ihr auf einer Privatparty seid oder wie ich damals auf einer Studentenparty und ihr kommt dann mit so einem Controller oder mit so einem Gerät, also ich habe mich damals nicht so gut gefühlt, wo ich auf meiner eigenen Party mit so einem Controller auflegen musste. Deswegen, wie gesagt, den habe ich in der Ecke gefunden. Der wird auch gleich wieder da hinten verschwinden, weil ich habe jetzt hier meinen Pioneer und ich bin super glücklich damit. Aber ich wollte euch das nur mal kurz zeigen, wie dieser Controller aussieht oder wie klein ein DJ-Controller sein kann. Klar, man hat zwar alles, man hat hier Jogwheels, man hat hier einen Fader, man hat Volumen, man hat, oder man kann ein bisschen vorhören. Ein paar Effekte hat man, man kann den Bass regeln, die Höhen und die Tiefen ein bisschen regeln. Man hat eigentlich alles, was man auch hier im Pioneer-Controller hat. Zumindest die wichtigen Sachen, wie halt die Effekte. Aber das war's auch dann. Ich kann euch mal kurz einen Vergleich zeigen,
zu meinem Pioneer Controller, damit ihr mal seht, wie klein dieser Controller ist. Und zwar, ich lege den jetzt einfach mal auf meinen Pioneer Controller drauf. Ich habe den jetzt nur auf meinen Chalk Wheel draufgelegt. Und ihr seht schon, der füllt nicht mal ansatzweise eine Hälfte von dem Deck A sozusagen aus. Wenn ich den jetzt mal in die Mitte lege, dann wisst ihr, was ich meine. Das ist für mich kein Controller, damit kann man nicht arbeiten. Deswegen kann ich euch nur einen Tipp geben, wenn ihr irgendwie reinschnuppern wollt in so das DJ-Business oder wie das alles so funktioniert oder ihr anfangen wollt, dann spart ihr ein bisschen oder macht einen Nebenjob oder so und kauft euch den Numa-Controller. Wie gesagt, der hat mich jahrelang begleitet, ich war super zufrieden. Ich habe damit auch schon viele Partys geschmissen. Ich habe den halt gerade gefunden und wollte halt kurz ein Video drüber drehen. Da ist halt schon ein Kabel dran gewesen, der war einfach per USB. Einfach zum Anschließen. Genau, also das war eigentlich nur ein kurzes Video hier, aber ich wollte euch das nur mal kurz zeigen. Wenn euch das Video wieder gefallen hat, natürlich gerne wieder einen Daumen nach oben. Kommentiert das Video gerne oder die anderen Videos gerne wieder. Ich werde auch viele Fragen oder ich habe zurzeit viele Fragen bekommen unter den Videos. Die werde ich natürlich auch wieder beantworten. Und genau, Kanal abonnieren, schaut auf Instagram vorbei, da kommen ein paar richtig coole Videos immer von mir oder ein paar Bilder. Checkt das gerne mal ab. Die ganzen Links findet ihr natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Und in diesem Sinne melde ich mich wieder ab, Leute. Ich hoffe, wie gesagt, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und ciao.